Hey, willkommen bei Close Up. Ich bin Nina und wir schauen uns heute das Forschungscluster Origins der TUM am Campus Garching an. Heute dreht sich alles um Neutrinos. Was genau Neutrinos sind, wie man sie misst, wie das alles überhaupt funktionieren kann, werden uns heute einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären. Hey Chiara, what are neutrinos and why exactly should we study them at all? Hi Nina. Neutrinos are the standard particle that we know the least so far. Neutrinos are extremely interesting because they travel from their cosmic sources towards us unimpeded. This means that they can carry a lot of information about the direction of the sources that has produced them, for example. But are they then especially rare in the universe, or how often can you find them? No, luckily neutrinos are not that rare because, being particles that interact so rarely, if they were also rare themselves, we would not have a chance to study them at all. For giving you an example, you have roughly 10 billion neutrinos crossing your thumb per second, and these neutrinos come from the sun. None of them will interact with you in the process of traversing your body. And what exactly a neutrino detector has to provide to do your research? So why do you build it at a South Pole, for example? So neutrino telescopes need to instrument very large volumes, first of all. This is maybe the main reason why the South Pole is a good location, together with the fact that the ice is a very clear medium. So the ice at South Pole comes for free somehow from nature. You can instrument as much as you can of it, and we instrument roughly 1 cubic kilometer of ice with IceCube. Being the ice so clear, it allows the light from the interaction of neutrinos in the ice to travel towards our photon sensors to be then detected. So I've heard that there was recently a discovery of high energetic neutrinos in IceCube that were connected to a black hole. Do you know more about that? Yes, this was an extremely exciting discovery. This happened only a couple of years ago. We published this result in 2022. This flux of very high energy neutrinos is coming from a galaxy that hosts a supermassive black hole at its center. What happens is that this supermassive black hole, being so massive, can attract the matter around it, and the matter will in the end infall onto the black hole, creating a very extreme environment where particles matter gets heated up and accelerated. The byproduct of the interaction of the particles that are being accelerated around the black hole include neutrinos as well. And then you can detect the black holes by detecting neutrinos indirectly, right? We can detect fluxes from galaxies. Unfortunately, the IceCube precision in localizing the objects is not fine enough that we can tell that the neutrinos are coming from the black hole itself, but this is what we do believe right now. And I was there when this happened, so this is peculiarly exciting for me. I was there here at the TUM. It was maybe one of the most exciting moments for a young PhD student that doesn't even realize how big this moment is. The moment I did realize was when I see the face of the PI of the IceCube collaboration, a person that has been waiting for that moment for maybe 25 years. And how exactly do you felt on the situation when you realized that this is that huge? I felt small because I was seeing neutrinos, high energy neutrinos from a galaxy 46 million light years away from me. So aufregend kann es also sein, wenn ein hochenergetisches Neutrino entdeckt wird. Wie das praktisch funktioniert, erklärt uns Martina Karl. Also wenn ein Neutrino in unseren Detektor kommt, dann sehen wir erstmal gar nichts. Das Neutrino selber können wir nicht detektieren. Worauf wir warten, ist, dass ein Neutrino mit so einem Atomkern zusammenstößt. Und wenn das passiert, dann entstehen dabei Teilchen, geladene Teilchen, also Elektronen, Myonen oder auch welche, die aus Kernmaterial, aus Quarks bestehen. Und diese geladenen Teilchen, die können wir sehen. Und wie wir das machen? Ist, dass sich diese Teilchen, die bewegen sich sehr schnell. Und wenn die sich schneller bewegen als das Licht in dem Medium, also als das Licht sich im Eis bewegen kann, dann entsteht dabei auch Licht von diesen Teilchen. Und dieses Licht können wir sehen. Also wenn wir sehen, dass aus dem Nichts unser Detektor auf einmal anfängt zu leuchten, dann wissen wir haben Neutrino gefunden.
Und was kann man aus der Detektion dann allgemein über das Universum erfahren? Also das Tolle an den Neutrinos ist gleichzeitig auch das, was sie so schwer zu messen macht, nämlich dass sie einfach durch alles durchfliegen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel eine Galaxie anschaue und ich habe eine extrem dichte Region im Zentrum um das supermassive Schwarze Loch, dann kommt da Licht fast nicht raus, aber das Neutrino, das fliegt da einfach durch und kommt zu mir. Und damit kann ich dann, wenn ich das messen kann, direkt in das Innerste dieser Galaxie schauen und sehen, was da passiert. Wir haben ja jetzt schon viel über das IceCube-Experiment an sich gehört, doch gleich treffe ich Martin. Der war selbst schon an der Forschungsstation am Südpol. Hey Martin, Sie waren ja zweimal schon am Südpol. Wie ist es denn dort zu leben? Es ist eine wunderbare Station da. Also man lebt im Prinzip, also speziell jetzt für IceCube, lebt man da im Prinzip ganzes Jahr am Stück sozusagen am Südpol. Und als IceCube Winterover, wie man es nennt, ist man dann dafür verantwortlich, dass man den IceCube-Detektor am Laufen hält. Und wenn irgendetwas kaputt geht, dann wird man das reparieren. Und wie viele Leute sind da mit Ihnen zusammen? Also sind ja wahrscheinlich nicht nur alleine, hoffentlich. Nein, also am Südpol während der Winterzeit sind wir ungefähr 42 Leute, 40 Leute. Das sind ungefähr meistens ungefähr 8 Wissenschaftler. Und der Rest ist da quasi Leute, die halt dafür zuständig sind, dann die Station am Laufen zu halten. Natürlich auch Essen kochen. Es gibt auch ein paar Fahrzeuge, die müssen halt repariert werden und müssen halt in Stand gehalten werden. Und wie sieht dann so der Alltag aus, wenn Sie Freizeit haben? Also man kann ja nicht einfach mal in einen Sportverein gehen und sagen, ja, ich gehe jetzt mal Fußball spielen. Gibt es da irgendwelche Angebote oder wie kann man sich das vorstellen, weil das ist ja so weit weg irgendwie? Man ist im Prinzip das ganze Jahr quasi auf der Station da. Mhm. Es ist ein relativ großes Gebäude. Man kann natürlich auch Sport treiben da. Es gibt eine große Turnhalle. Mhm. Wir können ins Gym gehen, Gewichte heben, klettern gehen. Wir können Filme angucken. Es gibt auch eine Sauna am Südpol. Es gibt da eine große Sammlung an Brettspielen. Und dann verbringt man dann seinen Alltag oder seine Freizeit dann gemeinsam mit allen anderen Leuten. Zum Abschluss treffe ich mich mit Christian. Er beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit nicht nur mit dem IceCube-Experiment, sondern mit einem weiteren Detektor, der P1 heißt. Hey Christian, was unterscheidet denn die beiden Detektoren voneinander? Im Prinzip gar nicht so viel. Wir nutzen bei beiden Detektoren die Erde selbst als Detektor. Wie ihr schon gehört habt, ist IceCube im antarktischen Eis und P1 selbst sitzt im Pazifik und ist in der Tiefe vom Ozean verankert. Gibt es da dann irgendwelche Schwierigkeiten, wenn man das im Wasser installiert im Vergleich zum Eis? Also sowas wie Wellen oder sowas? So, Eis selbst ist logistisch sehr schwierig. Man muss das ganze Equipment hintransportieren. Da ist das Wasser einfacher. Aber im Wasser selbst bist du natürlich dem Element selbst ausgesetzt. Du musst irgendwie gegen die Strömung arbeiten, du musst für 20 Jahre dort sein. Das heißt, es ist eine dynamische Umgebung, auch mit Sedimentation, auch mit Biolumineszenz, die du alle irgendwie in den Griff bekommen musst für den Neutrino-Detektor selbst. Und inwiefern hilft der neue Detektor dann im Allgemeinen der Neutrino-Forschung? Neutrinos selbst sind super hart zu identifizieren oder zu detektieren. Das heißt, wir müssen einfach das Detektionsvolumen vergrößern, um unsere Detektionsschwelle zu senken und mehr Neutrinos selbst zu detektieren und Rückschlüsse auf deren Quellen zu ziehen. Wie genau laufen dann solche Entdeckungen ab im Experiment selbst? Beide Detektoren sitzen passiv in dem jeweiligen Medium. Und durch dieses Netzwerk an Neutrino-Teleskopen können wir einfach die Detektionsschwelle senken und mehr Daten sammeln über die Jahre hinweg. Das heißt, wir sitzen wirklich als Teleskop im Eis bzw. im Meer und beobachten das Universum und schauen, was kommt und welche Rückschlüsse wir dann mit den Detektionen drauf ziehen können. Danke fürs Interview und wir hoffen natürlich auf interessante Ergebnisse in den nächsten Jahren. Ja, wir auch. Heute haben wir viel zu Neutrinos erfahren. Diese Elementarteilchen geben uns wichtige Informationen über ihre Quellen. Von der Sonne bis hin zu schwarzen Löchern. Außerdem haben sie Verbindungen zu vielen physikalischen Theorien und zu unerklärten Problemen der Physik.